Hallo zusammen, ich habe hier die Kühlbox, Kompressorkühlbox Wemo Y35PX. Das ist die kleinere Kühlbox, ich habe schon ein Video gemacht, verlinke ich euch hier, von der 45er PX. Die 45 ist schon ein Stück höher, hier kleiner. Die Boxen sind, ich sage technisch baugleich, auch Steuerung, Kompressor, Einbauart, Fixierung, findet ihr fair Informationen in dem Video. Was aber immer wieder die Frage ist, wie schnell ist so eine Kühlbox runtergekühlt? Wenn ich also die Box nehme, plus 20 Grad außen, plus 20 Grad innen, ich stecke die ein, ob 12 Volt oder 230 Volt, spielt absolut keine Rolle. Sie haben die genau gleiche, identische Leistung. Wenn ich die starte, in einer halben Stunde ist die Box unten drin, am Boden, auf minus 1 Grad. Obendran hier oben, Oberkantgitter, habe ich 14 Grad. Und hier im Warmfach hat es noch nicht gekühlt, weil hier muss die Kälte zuerst hier rüber schwappen. Die Unterteilung ist hier so, dieses Teil ist nicht gekühlt, darunter sitzt die warme Kühlmaschine. Also ihr habt hier permanent im Betrieb etwa 5 bis 10 Grad wärmer als hier drin. Wenn ihr eine Kühlbox wollt, die gleiche Temperatur habt, müsst ihr eine Kammer nehmen, da empfehle ich hier unten die B46S oder die B30P, mache ich euch ein Video. Was hier an der Box ist, zum Reinigen, ich habe einen Bodenablauf, ich kann den rausnehmen, ich kann die ausspülen, aber achtet drauf, das Wasser läuft natürlich nachher auf den schönen Teppich, also ihr müsst die schon irgendwo draufstellen, dass das ablaufen kann. Korb mit Unterteilung. Auch in dieser Box hier gehen die 1,5 Liter Flaschen, PET-Flaschen, rein. Es gibt gewisse italienische Flaschen, die ein Stück höher sind. Da aufpassen. Ist eine einfache Kühlbox, die wir nicht selber herstellen. Wir haben die Produktion aufgehört. Die kaufen wir in unserem Namen zu. Es gibt noch ein paar andere Hersteller, die so eine Kühlbox anbieten. Wenn ihr eine Kühlbox wollt, die wir in unserem Auftrag herstellen lassen, guckt hier unten die B30 und die B46. Ja, das Thema ist auch Kühlboxen an Solar zu betreiben, da mache ich euch ein Video hier oben, Kühlbox an Solarstrom oder Solarpanel und eben der größere Bruder, die B46PX, nee, sorry, die J45PX. Wir haben zu viele Boxen, ihr könnt uns besuchen und ich wünsche euch einen schönen Tag.